Das Café Schauwerk am Marktplatz in Altdöbern ist etwas ganz Besonderes. Es vereint eine große Schaumanufaktur mit gemütlichem Kaffeeflair und großem Backwaren- und Eisverkauf. In dem Moment, in dem Marie Leser das erste Mal eine Torte in der Konditorei ihrer Eltern für den Geburtstag einer Freundin herstellte, stand für sie fest, irgendwann eröffne ich mein eigenes Café. Im Mai 2020 eröffnete dann das Café Schauwerk. Nun, nach einem guten Jahr, machte sich auch Ministerpräsident Dietmar Woidke im Rahmen einer Arbeitsreise als SPD-Landesvorsitzender ein Bild von der Erfolgsgeschichte. Für Marie Leser doch etwas ungewöhnlich, mit der großen Politik am Kaffeetisch zu sitzen. Aufregend auf jeden Fall, ungewohnt, aber ich freue mich sehr, dass man sich mal unterhalten kann und dass da Interesse besteht, zu uns zu kommen und sich das hier alles anzugucken. Vor einem Jahr haben Sie das Ganze hier übernommen, ist das richtig? Eröffnet, also meine Eltern haben hier eine Konditorei und Bäckerei und wir haben hier das Kaffee dazu eröffnet. Ja, ist weitaus größer und schneller gewachsen, als wir es uns vorstellen konnten und wir sind sehr, sehr zufrieden. Für Marie Leser war die Existenzgründung auch ein großer Akt und sie möchte die Gelegenheit auch nutzen, ihre Wünsche an den SPD-Politiker mit auf den Weg zu geben. Ja, vielleicht, dass alles ein wenig unbürokratischer wird und dass die ganze Fördermittelgeschichte, die ja wirklich sehr gut auch hier in der Region ist, aber dass das vielleicht alles ein bisschen unbürokratischer und schneller vorangeht, weil ich denke, das ist ein großer Punkt, der viele dann abschreckt. Herr Woidke, Sie sind hier heute zu Gast bei einer Existenzgründerin. Bei solch einem vollgedeckten Tisch, sind Sie zufrieden mit der wirtschaftlichen Lage in Brandenburg und auch was junge Unternehmer und Existenzgründer angeht? Wenn wir über die großen Unternehmen reden, vergessen wir oft, dass der Mittelstand die Basis der Brandenburger Wirtschaft ist und immer und in allen Zeiten auch die Wirtschaft gut getragen hat, auch in Zeiten, wenn die Industrie geschwächelt hat. Und solche Zeiten haben wir in Brandenburg natürlich auch erlebt. Deswegen freue ich mich sehr, dass auch junge Menschen sich engagieren, dass junge Menschen auch das Wagnis eingehen, in sich in die Selbstständigkeit zu bewegen. Und ich glaube, dass gerade was wir hier sehen, ist eine Erfolgsgeschichte, die natürlich nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass hier auch die familiäre Vorgeschichte eine Rolle gespielt hat, dass viele unterstützt haben. Aber solche Geschichten brauchen wir noch mehr. Bis 2022 werden sich Berechnungen zufolge bis zu 3.700 Firmen auf eine Unternehmensnachfolge in Brandenburg vorbereiten müssen. Jedes Jahr suchen tausende gut laufende Unternehmen in Deutschland einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Doch letztere trauen sich das oft nicht zu. Was kann die Landesregierung hier genau tun? Wir haben in Brandenburg, also da gibt es ja verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen. Wir helfen da auch bei der Vermittlung, suchen Interessenten auch bundesweit. Also das ist nicht auf Brandenburg beschränkt. Das ist die Nachfolge, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber noch wichtiger ist, junge Menschen immer wieder möglichst schon in der Schule dazu zu begeistern, in Handwerk zum Beispiel zu lernen. Kfz-Handwerk, eine Ausbildung zu machen, wie der richtig. Herr, der hier links neben mir sitzt, oder im Konditorei- oder Bäckerei-Handwerk eine Ausbildung zu machen. Das ist ja die Basis. Fachwissen, Fachkräfte sind die Basis für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das trifft besonders für den Handwerksbereich zu. Und deswegen versuchen wir immer, die Trommel da zu rühren, auch schon in den Schulen, dass junge Menschen das Interesse haben und dann so begeisterte Arbeit liefern können, wie wir es hier in Altdöbern sehen können. In Altdöbern ist die Zukunft zumindest gesichert. Und Marie Leser konnte sich ihren Traum eines eigenen Cafés mit Schauwerkstatt erfüllen.